Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher. Ah ja, wo sind eigentlich unsere Schwerter? Frage ich mich gerade. Ist es das? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich denke, das sind die richtigen Waffen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. So eine Reparatur könnte das Schwert da auch mal gebrauchen, glaube ich. Dann hauen wir mal ordentlich was drauf. Zack. So, wir werden jetzt noch die Säuredrüse eines Greifen besorgen, weil bevor wir jetzt die ganzen Leute zusammenrufen, würde ich gerne noch. Wieso ist die jetzt gescheitert? Die habe ich doch gerade erst bekommen. Fehlschlag. Wir haben voll viel. Das gibt's auch gar nicht. Voll die Verarsche. Sprich mit. Ah, okay, gut. Das geht natürlich nicht. Die ist ja tot. Das ist auch nur fehlgeschlagen, weil ich die Zwerge da nicht mit denen geredet habe. Okay, ja, das war ein bisschen blöd. Der ist auch gestorben. Gut, also die ganzen Quests, die fehlgeschlagen sind. Ja, sind viele. Es sind zwar irgendwie meine Schuld, aber auch irgendwie nicht. Schwer zu sagen. Naja. Was soll's. Weniger Quests, die wir noch machen müssen. Aber wir können jetzt auch mal wieder ein paar Dinger hier ausrüsten. Das würde mir echt gut gefallen. Was haben wir hier? Erhöhte Toleranz. Macht das Sinn? Ich bin mir nicht so sicher. Okay, Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden. Das klingt doch schon mal ganz gut. Oh, das brauchen wir. So, was haben wir hier? Können wir hier noch was verbessern? 3 von 3, 3 von 3, 3 von 3, 2 von 2, 2 von 3. 3 von 3. Gut, kriegen wir das hier noch irgendwann auf? 26, was sind wir? 25, okay. Müssen wir also noch ein bisschen warten. Aha, schon wieder. Wir mehr tragen um 60, das ist doch auch was wert. Okay, falscher Weg. So, Weltkarte. Verdammt, ich habe vergessen, was wir jetzt eigentlich machen. Ach ja, der Greif. Stimmt. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Der Fesemir sah auf dem Bild aus wie so ein alter Samurai. Ach ja.
Gegner, die keine Monster sind, das ist super. Warum steht da nicht humanoide oder menschliche Gegner oder so? So, da sind wir auch schon wieder. Zack. Töten wir mal einen Greifen. Bandit. Ah, Los, okay. meine Lieben, an die Arbeit! Dir wird's noch leid tun, dass deine Mama dich. Du wirst es nie lernen. Der hier immer noch brennt. Die Mutter hat dem kleinen Greif wohl nicht beigebracht, nicht mit dem Essen zu spielen. Das scheint der richtige Weg zu sein. Hat hier mit dem Fressen aufgehört und ist ins offene Gelände, um wegzufliegen. Okay, anscheinend habe ich noch nicht alles gefunden. Was gibt's hier noch? Was ist das? Aufgerissener Bauch, klaffende Wunden. Das waren Klauen. Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Komm Leute, es reicht doch jetzt wohl. Hier ist der Weg. Die Mutter hat dem kleinen Greif wohl nicht beigebracht, nicht mit dem Essen zu spielen. Gut, ich verfolge jetzt die Spur. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Ah, verdammt. Ah, das war jetzt echt blöd. Eigentlich bin ich auch ausgewichen, aber... Ah, ist das schwierig. Und etwas nervtötend. Weil der Ladebildschirm, wenn man stirbt, halt mega lange ist. Und ja. Und ihr könnt ja vorspulen, das kann ich ja nicht. Ich muss ja wirklich warten. So, müsste jeden Moment weitergehen. Jeden kleinsten Moment. Jetzt komm, mach ihn da. Das ist zwar ein schöner Ladebildschirm, aber er nervt. Oh, als erstes so. Dann Inventar. Donner war, glaube ich, gut gegen die, ne?
Wo ist Donner? Greifen. Man merkt sofort, dass Questgegenstände eindeutig zu viel ist. Und Donner hätte ich gerne. Ich glaube, Donner war die grüne Flasche da unten. Verbesserter Donner, ja. Schwalbe will ich jetzt ungern dafür einsetzen. Na los, komm her. Gott, das irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist gerade ein bisschen verbuggt. Oh. Der brennt ja noch nicht mal, ehrlich gesagt. Und da waren wir schon wieder tot. Okay, der Absud ist eine blöde Idee. Eine ganz, ganz blöde Idee. Was dann? Nur Donner vielleicht. Donner und das andere Zeug. Donner und Schwalbe. Tja, jetzt wieder ein Ladebildschirm. Kannst beim Konter die Zunge des Gruff-Vibes umschlagen, dann kann es dich nicht mehr vergiften. Ja, das ist ein toller Tipp, bestimmt, aber den brauche ich nicht. Okay, die Vorbereitung. Oh. Wieso trifft er mich? Na, ich hab schon wieder Donner benutzt. Schaden? Von was kriegt der Schaden?
Oh, und da war die Musik weg. Autsch. Okay, das reicht. Wir brauchen eine andere Bomben. Irgendwas mit Feuer vielleicht. Ach, ich Blödkopf. Da. Bombe tanzender Stern bewirkt ein feuriger. Das ist super. Das könnte auch interessant sein. Daneben. Ah, das gibt's doch nicht. Guck mal, Schwalbe. Oh Scheiße, das war eine blöde Idee gerade. Ah Mann, ich kann doch nicht schon wieder sterben. Was ist denn da los? Irgendwas. Also entweder liegt es wirklich total an mir oder irgendwas ist gerade mit dem Spiel ganz komisch. Da, jetzt kommt die Musik. Super. Pass. Quen, zur Sicherheit. Damit wir uns ein bisschen aufladen können. Warum der auch die ganze Zeit Schaden verliert, ist mir ein Schleier. Oh, das war's. Alter, bist du nervig. Ich muss das Spiel neu starten. Ganz ehrlich. Na los. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt reiten muss, aber Alter, egal, ich weiß zwar nicht, was ihr für Probleme habt und denkt, ihr hättet mich, aber was war das jetzt? Langsamer. So. Sie sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Nicht so schnell, Flöchse. Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. So, schnell die Quest noch abgeben. Geralt. Danke für alles. Das beste Angebot, weit und breit. Eines zum Preis von zwei. Was war es dann? Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stall raus. Alles Schläger, Plünderer, Hurensöhne. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure?
Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Er hat sie schon angelegt. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um ein Pferd beschlagen zu lassen. Wenn wir das sagen hätten, wären wir längst verhungert. Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Gehen wir zusammen. Entschädige diesen Mann. Ich kann nicht mehr. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Hat dann durch mich durchgeschossen. Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf, ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst.
Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Sehr schön. Dann warten wir jetzt ein paar Tage. Meditation können wir sowieso gut gebrauchen gerade. Zack. So. Ich denke, sie müsste jetzt fertig sein. Hexer, die Götter haben dich geschickt. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Oh, mit der können wir jetzt auch Gwent spielen. Dann tun wir das doch. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Wir haben jetzt Triss Merigold. Die kann da rein und wen tauschen wir dafür aus, ist die Frage. Dich. Passt schon. Okay. Aber so kann er jetzt all seine Monster dann auf eine Sache verlegen. Auf eine Runde. Ich habe ein paar. So. So, zack. Dann machen wir das. So. Jetzt wird's lustig. Kann ich jetzt all seinen Monstern dabei beisagen? Gut, damit habe ich schon irgendwie gerechnet. Bringt nichts. Gut, da ich aber gern meinen Zug vollenden würde.
Kollegen. Und das mit nur einer Karte auf dem Friedhof. So, bin auch noch nicht fertig. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Hexenjäger-Rüstung. Das ist jetzt so die tolle Rüstung, oder was? Die ich noch gar nicht tragen kann. Wann kann ich die denn tragen? 7 zu... Bis dahin habe ich wahrscheinlich schon Rüstung gefunden, die viel stärker sind. Toll. Naja. Aber der Gedanke zählt. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Folge. Bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Ciao.